Meine herzlichen Zuschauer und herzlich willkommen zurück. Mal wieder bei GTA 5 und mit einer kleinen Car-Vorstellung. Beim letzten Mal haben wir uns den Lamborghini Aventador LP704 angeschaut. Sehr geile Mod. Hammermäßig. Wirklich, also Tuning funktioniert, Lampen funktionieren. Sieht innen geil aus, außen geil aus. Sound ist Hammer. Sehr geile Mod. Und heute habe ich dabei den Bugatti Veyron. Und der ersetzt natürlich den Edda, wie soll es anders sein, der ja auch schon den Bugatti darstellen soll. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Auto heute mal an. Dafür muss ich als erstes mal wieder mir einen Edda spawnen. Der steht zwar auch in der normalen Spielwelt rum, ihr wisst ja auch wo, da habe ich auch mal ein Video gemacht, wo ich gezeigt habe, wo der rumsteht. Weiß inzwischen wahrscheinlich jeder, aber wir können uns den ja jetzt einfach spawnen hier. So, auf Seite 29, da steht da der Edda und ist aber kein Edda mehr, ist jetzt ein Bugatti. Zu dem Auto muss ich natürlich erstmal sagen, beim Aventador, den finde ich in echt übergeil. Ich stehe total auf den Wagen in echt. Beim Bugatti hier ist es so, ich mag den in echt nicht wirklich. Also, ich finde den einfach nicht so schön, ja. Aber es ist natürlich trotzdem geil, den jetzt im Spiel haben zu können. Weil es den ja theoretisch schon im Spiel gab, eben als Edda, als Fake Bugatti. Und jetzt haben wir halt auch den echten Bugatti hier im Spiel. Und auch bei dem, muss man ganz einfach sagen, auch wieder eine super geile Mod. Also, auch diese Teils hier wieder, ja. Mit dem Logo, mit den Lampen. Das ist einfach auch wieder hier, sogar der Motorblock hinten. Das ist auch einfach wieder eine richtig krass gute Mod. Was mir nicht so gefällt, sind die Felgen, aber ich glaube, die sind, ja, wobei, die sind tatsächlich ein bisschen schlecht gemacht. Die sehen nicht so geil aus. Da ist noch irgendwo ein B zu erkennen. Sind nicht so richtig aufgelöst. Sind sehr glänzend. Ich denke mal, das soll diesen Chrome-Look widerspiegeln. Und das sind wahrscheinlich auch die, wie sie dann echt auf dem Wagen drauf sind. Finde ich aber nicht so sexy. Auch vorne, ne, mit dem Logo, alles. Also da kann man sehr nah ranzoomen. Das sieht einfach gut aus, muss man sagen. Was soll man dazu sonst noch sagen? Sieht Hammer aus. Schauen wir doch mal rein in den Wagen. So, was haben wir drin? Auch da alles ziemlich so wie im echten Wagen. Auch hier die Mittelkonsole. Das sieht wirklich so aus, wie der Bugatti auch innen aussieht. Die Sitze und so, muss ich sagen, wirken jetzt nicht so detailliert wie bei dem Aventador, den wir letztes Mal hatten. Aber das sieht schon alles sehr schick aus. Steigen wir mal ein. Auch hier sitzt er eigentlich normal drin. Das sieht gut aus. So, als sollte er auch so da drin sitzen. Es gibt auch durchaus Automods, wo der Charakter dann sehr komisch drin sitzt, weil das Auto eigentlich anders geformt ist. Schauen wir mal. So, innen. Ja, sieht doch gut aus. Also man sitzt ein bisschen hoch, aber der hat halt auch wirklich vorne wenig Sichtraum. Das ist halt einfach so. Deswegen hat man jetzt so ein bisschen den Balken vor den Augen. Man könnte noch ein bisschen tiefer sitzen. Ich weiß aber nicht, wie es im echten Bugatti ist, ob man da vielleicht nicht auch so sitzt und so wenig sehen kann. Ist halt einfach auch ein extremes Auto, muss man sagen. Hinten haben wir den Motor. Hier haben wir nochmal ein Bugatti-Logo. Oben schön offen. Beziehungsweise, ich glaube, das soll sogar eine Glasscheibe sein. Aber jedenfalls haben wir eine gute Sicht nach oben. Und auch hier funktioniert sogar nicht nur der Drehzahlmesser, sondern sogar auch der Geschwindigkeitsanzeiger. Der Tacho. So, Sound ist natürlich geil. Der Sound ist ja der vom Edda. Und der Edda klingt nun mal einfach, ja, schon ziemlich gut, muss ich sagen. Und der erinnert auch auf jeden Fall an den Bugatti vom Sound her. Da fehlt halt dieses krasse Zischen des Turbos und das krasse Geräusch, was man wirklich bei dem Bugatti in echt hat. Aber das klingt schon in Ordnung. Und jetzt kommt das mit krasseste, finde ich, an dieser Mod hier. Passt auf, hinten der Spoiler ist natürlich jetzt eingefahren bei niedriger Geschwindigkeit, aber das muss man auch erstmal hinkriegen, sowas zu mod. Achso, funktionieren eigentlich die Lampen? Ja, die Lampen funktionieren. Wobei, Rückwärtsgang, dafür müsste es jetzt dunkel sein. Ne, ich glaube, die Rückwärtslampen funktionieren nicht, aber die Bremse funktioniert auf jeden Fall, die Lampen. Und vorne die Scheinwerfer, mal schauen. Ja, das sieht super aus. Die funktionieren auf jeden Fall richtig gut. Sieht schick aus, muss man sagen. Gefällt mir. So, wir fahren mal zum Los Santos Customs und schauen mal, was man an dem Wagen hier tunen kann. Beim Aventador konnte man nicht alles tunen, also Motorhaube zum Beispiel und so ging nicht, aber man konnte die Felgen verändern auf jeden Fall. Man konnte einen fetten Spoiler drauf machen, Seitenschürzen, was ging denn dann noch? Auspuff, also da ging schon einiges. Farbe natürlich, ich denke mal Farbe und so wird auf jeden Fall hier auch gehen. Frage ist aber noch, was man da sonst noch tunen kann. Jedenfalls, dieser Spoiler hinten ist der Hammer, ist natürlich bei niedriger Geschwindigkeit eingefahren und wenn man da ein bisschen Gas gibt, dann kommt er langsam raus, auch wie beim echten. Und wenn man dann bremst, dann verstellt er sich sogar noch und bremst mit. Also das ist richtig nice gemacht. Keine Ahnung, wie man sowas programmiert, dass das so funktioniert. Ich find's hammergeil. So, da wären wir auch schon. Fahren wir eben hier zu Los Santos Customs rein und gucken mal, inwiefern wir den Edda hier den neuen tunen können. Was ein Ding, ey.
Also ich finde ihn, wie gesagt, ja nicht so geil wie möglicherweise einige andere Autos, aber ist natürlich trotzdem ein krasses Auto. Erstmal reparieren wir den und dann können wir hier auf jeden Fall natürlich das alles mal reinpacken. Das sind ja alles nur Leistungssachen, die gehen ja auf jeden Fall, die verändern ja am Auto an sich nichts. Scheinwerfer würde ich schätzen gehen auch. Ja, wobei die sowieso schon Xenon sind, also viel verändert sich da nicht mehr. Neon-Kit machen wir nicht an den Wagen. Nummernschild geht auch, kann man alles machen. Lackierung können wir, denke ich, auch ändern. Sogar mit zwei Farben. Dann machen wir den mal in... Gott, wie ist denn der im Original nochmal? Also ich würde den, glaube ich, sogar mal mit Rot machen. Das finde ich gar nicht schlecht. Matt-Rot und in der Sekundärfarbe dann vielleicht matt-grau. Ist vielleicht ein bisschen zu extrem, die Primärfarbe. So machen wir den mal. So, Federung können wir auch noch reinmachen. Also tiefer legen geht auch noch bei dem Wagen. Das funktioniert auch. Getriebe ist ja wieder Leistung. Turbo ist auch Leistung. Kann alles rein. So, Felgen. Da ist jetzt die Frage, inwiefern können wir die Felgen noch ändern? Die können wir ändern. Das ist sehr gut, weil da gefallen mir die, die auf dem Wagen drauf sind, nicht so. Machen wir mal solche drauf. Na, ein Edda kriegt natürlich, beziehungsweise ein Bugatti kriegt natürlich keine Tuning-Reifen, aber schusssichere Reifen auf jeden Fall. Die Fenster können wir auch tönen. Da wird sogar oben... Ah, da wird aber sogar die... Ach so, da wird aber alles mitgetönt. Da wird sogar hier der Front... Scheinwerfer mit dunkel gemacht und auch sogar die Frontscheibe. Also das geht also nicht so richtig. Also man kann es zwar machen, sag ich mal, aber alle Scheiben am Wagen werden damit dunkler gemacht und das finde ich ein bisschen blöd, wenn dann auch die Frontscheibe verdunkelt wird. Insofern lassen wir das mal weg. Das funktioniert also hier nicht so gut. Das war's dann auch, glaube ich, schon, ne? Fensterleistung haben wir. Okay. Also ein bisschen was geht am Tuning, allerdings nicht so mega viel. Farbe vor allem, Felgen und ja, Scheibe tönen, wie gesagt, ist ja so eine Sache. So, da fährt Michael mal ein bisschen mit dem Bugatti rum und zack hat er hier seinen Fahren-Skill auf 100 und wir haben direkt mal hier schönen Kratzer vorne in der Ecke. Also ich denke mal, auch hier wird das Schadensmodell halbwegs funktionieren, dass man auch ein bisschen was abfahren kann und dass man Kratzer kriegen kann, wie auch schon beim Aventador. Jetzt mit dem Turbo zwischen da funktioniert das auch noch ein bisschen besser, da klingt das auch schon noch mehr wie der Bugatti. So, da kommt Michael mal mit seinem neuen Gefährten nach Hause. Ja, es ist halt schon geil, wenn man halt jetzt wirklich dem hier so einen fetten Bugatti vor die Haustür stellen kann. Ich finde es schon ziemlich nice. Und auch hier ist wieder wie beim Aventador, muss ich sagen, es gibt ja schon ein Auto, was so ähnlich ist im Spiel und alles, aber das ist halt einfach nicht das Wahre. Und wenn man dann hier wirklich einen echten Bugatti vor der Haustür stehen hat, ich finde es schon geil. Und auch den werde ich auf jeden Fall mal drin lassen. Das heißt, wenn wir irgendwann mal am Edda vorbeifahren, können wir uns den Bugatti quasi mitnehmen. Der müsste ja dann auch da stehen, wo auch der Edda immer steht. Ansonsten, ich benutze ja den Trainer nicht im Let's Play, insofern, ne? Aber das ist schon echt nice und ja, ich weiß nicht, was soll ich dazu sonst noch sagen? Ich finde den Hammer. Als Mod. Als Wagen in echt nicht so, aber als Mod auf jeden Fall richtig Hammer. Bleibt auf jeden Fall in meinem Spiel drin. Gefällt mir gut. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Edda haltet, beziehungsweise vom Bugatti jetzt. Ist ja kein Edda mehr. Und wie der euch gefällt im Spiel, wie der euch in echt gefällt. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst natürlich ein Däumchen da. Ihr könnt auch gerne Vorschläge machen, welches Auto ich als nächstes mal zeigen soll. Hier haben wir jetzt auf jeden Fall gezeigt, ja, wie der aussieht, innen, außen, wie er sich tunen lässt. Ich würde sagen, ich drehe jetzt noch eine kleine Spritzrunde, mache noch ein bisschen was kaputt und dann sind wir hier raus. Immer diese reichen Leute hier in den Wynwood Hills mit ihren fetten Bugattis, ha? What the fuck? So, machen wir mal ein bisschen Partystimmung hier und holen uns mal ein paar Fahndungssterne ran. So schnell kriegt man drei Fahndungssterne, sehr gut. So, da sind die Cops am Start. Wir sind allerdings ja gut gepanzert, also ich denke, uns wird nicht allzu viel passieren. So viel zum Thema, wir sind gut gepanzert, uns passiert nicht allzu viel. Knallt man mal schön gegen den Baum. Na gut, war ein kurzes Gefecht. Ich würde trotzdem sagen, danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, wenn euch der Wagen gefällt, wenn euch das Video gefällt, lasst ein Däumchen da. Macht gerne Vorschläge in der Video, in den Kommentaren. Und dann sehen wir uns demnächst wieder mit einem neuen Auto. Vielleicht mal ein Ferrari. Hätte ich Bock drauf. Jetzt hatten wir Lamborghini, wir hatten Bugatti. Und dann wäre doch mal Zeit für einen kleinen Ferrari. Ich bin raus, Avalle. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye. Aber ich finde, es passt jetzt halt auch einfach zu dem Auto. Also der Sound passt einfach gut zum Lamborghini. Insofern ist das schon genau richtig gemacht, finde ich. Man wird ihn natürlich so nicht rumstehen sehen, denn das ist halt jetzt der Torno und ich glaube, den gibt es nirgendwo in der normalen Welt rumstehen.